So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel. Wir machen heute weiter in der Liga. Weiter geht's mit dem nächsten Duell bei oder gegen Almeria. Wir wollen natürlich weiter. Oh, wir haben 19 am Vorsprung, weil Atletico verloren hat. Gewinnen wir denn verloren im letzten Spiel? Ach, gegen Real. Ja. Ja, für uns ist das Ganze eigentlich gut. Wir haben jetzt einen 19er Vorsprung. Es sind aber noch genug Spiele zu tun machen. Wir haben ja 38 Spiele. Also 14 haben wir noch an der Zahl. Und wir brauchen noch 4 Tore, um auf glatt 100 zu kommen. Na dann. Heute vielleicht? Fragezeichen. Weiter geht's. Sonst wäre irgendwo von Zerrager immer noch. Verhandeln wir. Da komm, ich hab doch Kohle. Angebot absenden. Wird bestimmt jetzt aufstehen. Warum wollt ihr alle mal nicht gehen? Warum wollt ihr alle nicht? Schade, aber egal. So. Oh, dann Barcelona in der Liga. Also jetzt haben wir Almeria aus Heim und dann Barca. Na dann, gehen wir rein. Diesmal dürfen wir mit der vollen Last spielen. So, jetzt sind alle zu 100% fit. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. Am Mikrofon auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Bei ihm sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Schauen wir kurz auf die Startformation von Almeria. Buschi, was sagst du zu ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. 4 hinten, 5er Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. So, okay, gehen wir sofort rein ins Match. Spielt da Nummer 25. Vor dem großen Kracher gegen den FC Barcelona. Muniain am Ball. Williams. Ah. So fangen Sie den Angriff früher ab, sehr gut. Na, ich habe zwar gehofft, dass ich da relativ früh sie durchkomme. Also, vom Papier kriegt das leicht. Wir. Absoluter Tabellenführer mit 19ern Vorsprung, Gegner ziemlich weit unten drin. Entschuldigung. Er sucht die Chance. Sanchez! Die Gastgeber waren über die bisherige Saison das Team mit der stärksten Offensive. Vor diesem also. Spiel haben sie die beste Offensive und da ist ja klar, wie ihre Strategie aussehen wird. Sie wollen 4 Tore heute, dann haben wir die glatt 100. So zum Erfolg kommen und ich glaube, sie machen in dieser Hinsicht. Ah, da könnte sich was anbahnen. Und dann ist es Williams. An die Latte.
Und Sanchez macht das mal 97 voll. Die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Oh, das darf nicht passieren. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Er lässt den Gegner stehen. Schuss kommt. Ja, da sah er, oh, zweimal. Nicht zum ersten Mal, Leute. Das ist ein vielversprechender Pass. Aber am Ende kommt doch nichts raus. Ah, schade. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Dann wird es so weit sein, oder? Das wird ein bisschen weit sein, das Ding. Ist es das? Der Freistoß endet ja in der Mauer. War aber gerade sagen, der war ein bisschen zu... Adrien Barber. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Zu einfach. Muniain vorbei da. Und Unai Simon. Ecke kommt in die Mitte. Schön abgeblockt. Das wird die nächste Ecke geben. Kurz gespielt. Ja, jetzt gerade hat der Gegner ein bisschen zu viel Platz. Robertone. Leichter Ball für Unai Simon. Die Gäste geben hier in der letzten Viertelstunde mehr oder weniger deutlich den Ton an, wenn wir uns die Zahlen beim Ballbesitz ansehen. Und sie erarbeiten sich auch gute Chancen. So, und dann haben wir es jetzt. 2-0. Drin ist der Ball, alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da hat das natürlich leicht. Niemand da, alles offen, das ist kein Problem. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Muniain. Die Startzeit läuft ganz in ihrem Sinne, Buschi. Ist eigentlich alles optimal gelaufen. Ah! Sehr gut aus. Zwei Tore Führung, es läuft. Man sieht immer wieder, sie sind diesen Tick schneller, kreativer, gefährlicher. Also es deutet alles auf einen Sieg hin. Ja, dann ist es hier normal der Wechsel. Kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Wird das eine Torchance? Sie bekommen den Einwurf jetzt. Sanchez. Ach, das war zu offensichtlich. Embaba.
Ah, der Ball springt weg erstmal wieder. Diego Souza. Vielleicht der Anschlusstreffer. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier in Führung. Deutliche Führung zur Pause und das offensiv stärkste Team zeigt wieder mal, was es kann. Zeigt wieder mal, wo die Stärken liegen. So, Aufgabe momentan erfüllt. Aber schon. Was ist in der zweiten Halbzeit passiert? Wie gesagt, nächster Gegner ist Barcelona. In der Partie gut. Von Sevilla ist ein Tor gefallen. Wir geben kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Sevilla. Torschütze ist Alejandro Gomez. Übrigens schon sein zweiter Treffer. Ein Abwehrfehler hat dieses Tor erst ermöglicht. Williams mit der Chance. Oh, Fernando holt sich das Ding. Sonst kann das hier locker auf 3-0 stehen. Diese Info aus dem Studio mussten wir leider unterbrechen. Es gibt also ein Tor für den FC Sevilla. Sanchez. Neue Führung damit. 2-0. Jetzt die Hereingabe. Da klären Sie erstmal. Ja, versuchen es gerade ein bisschen mit rauszuhauen hier hinten, unsere Jungs. Oder die. Gut geklärt, das war wichtig. Da haben Sie Platz, jetzt vielleicht der Baptistão. Vergiss es. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Kann natürlich kein Abseits. Sieht gerade nicht so aus, als. Er nimmt ihn vor. Oh, Sanchez! Parade kommt aber weiter Gefahr. Jetzt haben wir es doch mal. Meine Fresse, ey. Was ein Akt, dieses Tor. Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Zieht ab! So, Unai Simon hat das Ding sicher. Oh, Glück gehabt, aber gerade so, da war noch irgendwas dazwischen. Dann geht es zu Hause gegen den FC Barcelona. Das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Leo Baptistão. Ecke jetzt. Jetzt kommt der Wechsel. Der Ball kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Ah, erstmal geklärt, aber. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Tschirei. Es tut sich was im Ramon Sanchez Pizjuan. Es gibt. Oh, da dieser Ball. Das ist kein Abseits. Ist es das? Ach Gott, war's einfach. Coach kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance liegen lassen? Entschuldigung, dass wir diese kurze Info zum Parallelspiel abbrechen mussten. Da gibt es das war viel zu billig. 4-0 vorne. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Viel zu einfach. Jetzt mal Sanchez, der kann in diese Lücke rein, aber da der passt ein bisschen auf. So darf man es natürlich nicht machen. Ah, Ball jetzt Casco. Williams. Gut, das. Guter Ball, Hugo Sabel. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Die Chance für Williams. Und rein ins Glück. Yes! 4-0. Die Führung ist klar. Vier Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen.
setzen sie ihn unter Druck, aber er trifft trotzdem. Stark durchgesetzt, obwohl das gar nicht schlecht verteidigt war. Sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung gezeigt. So hat er sich das erhofft. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Kurz vor Ende 4-0. Klare Sache. Wer ist eigentlich der nächste Gegner? Ach so, by the way, wir haben die 100. So, 4-0. Gut gespielt, das werden sie in der nächsten Partie genauso machen wollen. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Das ist viel zu einfach, da kann man locker vorbei. Schuss für Mudiain. Parade kommt aber weiter Gefahr. Aktion geht weiter. Und dann ist er doch nochmal frei. Wahnsinn, wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Jo, 5-0. Tor Nummer 101. Oh ja, so mal. Lässt den Ball dann noch kurz aufspringen und dann haut er das Ding rein. Aber es war wieder typisch. Genau so ist es halt. Das ist, was ich meine. Da hast du eigentlich den Ball weg, der Gegner hat den Ball weg und dann kriegst du doch noch irgendwie noch mal was dazwischen. Da haust du die Dinger halt einfach mal rein. 5-0. Das war's für heute. Das Spiel ist zu Ende und wir können uns hier über diesen Sieg freuen. Klarer Sieg also, ein Tor, schön. Jo, passt auf jeden Fall. Und genau so kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert, souverän. Das ist großartig. Ja, jedenfalls hat's, haben wir es gemacht. 5-0 mal wieder. 101 Tore. Es macht jedenfalls. Ja, es läuft. Es wieder schlägt Elche mit 5-0 ebenfalls. Ja, und weil es halt nicht reinpasst, sieht das halt so komisch aus. Gut. Gut. Der nächste Gegner ist der FC Barcelona. Die stehen momentan auf Platz 5. Im Pokal sind sie ja raus. In der Liga haben wir gegen sie gewonnen. Jetzt wollen wir für den zweiten Sieg in Barcelona tatsächlich gewonnen. Dieses irre 7-6. Jetzt wollen wir natürlich das Heimspiel ebenfalls gewinnen. Wir sind im Pokal, gab es dieses 5-2. Und jetzt wollen wir natürlich hoffen, dass wir sie auch nochmal in der Liga nach Hause schicken. Gut, das sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Oder beim nächsten Mal halt auch 14 Uhr. Ja. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, ich weiß es noch nicht. Bis dann, tschüss.